Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Entschuldigung, dass euch das einmal antun musste. Wir sind gleich da, ne? Die Fahrt war jetzt auch nicht so extrem weit. Aber ich dachte, das Hühnchen nehme ich mal mit. Ist das der Holzfällerladen? Oder was ist das? Ja, geil, haben wir mal wieder ein neues Gebäude hier. Das kennen wir noch nicht, ne? Nice, sehr schön. Ja, komm her. Die ziehen wir dich auch noch mit. Geil. Endlich mal. Sehr schön. Das Ding reparieren wir mal, ne? Aber hier im Auto gucken wir rein, ne? Das machen wir. Gucken wir rein. Ein bisschen Sprit, ein bisschen Messing. Dann bauen wir es noch ab. Vielleicht nehmen wir noch einen Motor. Das wäre ja mal was. Eine Batterie. Messing. Messingkühler, ne? Aber vom Motor waren wir weit weg, ne? So. Quest gestartet. Machen wir das gleiche Spielchen nochmal in grün. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Blöckchen bei jetzt im Motor. Und nicht mal beim besten Körper, ne? Fiese Finte. Ich nehme mal mit. So, guck mal, jetzt will ich erstmal hier noch was machen. Ein paar Mechaniken. Knarre ist echt mal geil, ne? Muss man mal ganz einfach so gestehen. So. Mal mit dem Moped einfach mal ein bisschen weiter hoch. Ja. Und machen wir den ganzen Mist einfach schon mal ganz kurz rein. Gut, ich weiß nicht, ob wir Wasser. Nein. Hätte man darauf achten sollen. Ne? Der versucht man mit dran zu denken, ne? Dass wir Wasser brauchen. Irgendwie habe ich damit auch gerechnet, dass hier von oben kommt teilweise, ne? Stück. Okay. Das heißt, nee, komm her. Da geht's gleich weiter, ne? Aber erstmal gucken wir hier ganz kurz durch. Irgendwas muss ja hier vielleicht ein bisschen was sein. Da wurde ich 40 Tacken, ne? Eigentlich, was gibt es äußer was? Elektroteile, Eisen, Elektroteile, Eisen. Okay, gut. Wie war dann komisch, wie der immer diese Knarre denn hält, ne? Alter Schwede, die habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, lucky day. Okay, keine Ahnung, aber man gut. Fünf Fertigkeitspunkte, ne? Wir gucken jetzt ganz einfach mal, ne? Was brauchen wir denn dafür? Level 3. Level 3. Level 3. Glücklicher Sammler, komm. Machen wir einmal das. Und dann überlegen wir uns das noch, ne? Dann überlegen wir uns das noch weiter, was wir da machen. Kann ja nicht schaden, ne? War das gerade eine Ferale? 750 XP? War Ferale, ne?
einfach noch einen Baum hinterlegen, ne? Naja. Alter, euch haben sie doch auch verändert. Mit dem Patch. Geile Sache, sehen die nice aus, ey. Hammer. Nicht schlecht. Nicht schlecht, die sehen ja geil aus. Ganz ehrlich. Eine Schatzkarte. Die ziehen wir uns natürlich rein, ne? Ja. Jennifers Schatzkarte. Ich denke mal, da kommen wir noch hin, ne? Jennifers Schatzkarte. Wir müssen gucken, dass sie nicht von oben kommen, ne? Dann haben wir nämlich die Kappe auf. Du bist doch ehrlich, die ärmste Sau, die rumkriecht. Löst er noch nicht mal. Kommen wir hier nicht, ne? Würde mich mal interessieren. Hier liegt ein bisschen Müll. Wir haben gerade so ein Vogel erschienen ist, ne? Komm. Ein bisschen Wasser. Wer mockert denn hier rum, Alter? Oh, toll, danke schön. Ui, stinkt hier. Na ja, gut. Hat sich gelohnt. Lauf an die Weg halt nochmal. Nee. Boah. Echt mies, ne? M2. Vielleicht, vielleicht noch nicht, ne? Lass mal nicht. Mal gucken. Was alles unseren Kunden? Den Müll haben wir. Ah, aber nicht trotz, gucke ich jetzt noch einmal hier rum. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Na, da kommen wir bestimmt noch irgendwo hin. Ja. So. Lassen wir das Auto an. Das bauen wir natürlich ab. Und bestimmt das ein oder andere gute Teil. So, machen wir hier ganz kurz Arme verzerrt, damit ich an meine Tasse komme. Nur so. Das geht ja relativ fix. Ein Motor. Das war doch schon mal nicht schlecht. Aber Motor, das ist nicht schlecht. Real. Zermäuschen. Hätte es auch liegen bleiben können. Okay. Das Ding sah eben gerade ein bisschen kleiner aus, als es ist, ne? Mehr.
weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich hier dran tun will hier, ne? Die ganzen Betten abbauen. Ja, das sind eigentlich ordentlich. Fehler, ne? Also, Entschuldigung. Entschuldigung. Das kam über mir. Da geht's wieder raus, ne? Wollen wir erstmal ganz kurz in die Küche gehen? Ja. In die Küche. Das Geflackere geht mir auf den Zeiger. Ja, mein Lieber, ich übersehe jetzt gerne das Essen und Trinken. Ne? Da muss ich echt böse aufpassen jetzt. So, das kann ich zerlegen. Absichtlocken. Du kannst weg. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, dich brauchen wir auch nicht. Das können wir schon mal machen. So. Jetzt den Kühlschrank angucken. Und dann war es das, ne? Ja, Goldrutentee brauchen wir nicht. Rezeptriefer, was heißt Goldrutentee, ne? Na gut, das wird dann nochmal rein. Aber. Das brauche ich nicht, ne? So. Weiter geht's. Also irgendwo da hinten. Noch ein paar Stahlfedern mit. Jetzt kommt der Tag, da brauchen wir, ne? Hätten wir auch ganz normal wieder abbauen lassen können. Ne? Also irgendwo, Leute, muss das hier drin sein. Da. Schön. Quest erledigt. Ich bin hier mal ganz kurz hoch, ne? Einmal Lucky Lucky machen. Jetzt Wasser drin ist. Wäre ich jetzt auch nicht traurig zu sehen, ne? Echt. Okay. Oh oh. Sehr schön. Und sowas mag ich nicht immer, ne? Ich bin immer einer der Kandidaten, der da runterfällt. So, hier reingucken. Stahlteile, die nehmen wir natürlich jetzt mit, Leute. 100. Beutebonus auch 100. Dafür gibt es Rezepte. Komm her, wir trinken Kaffee. Dann Moment. Für euch gibt es auch kein Rezept. So. Da haben wir ein Rezept. Aber ich brauche ein Rezept. Dann gehen wir noch ganz kurz an das Auto-Lernen, Inventar-Lernen machen. Schmeißen wir alles wieder, was wir haben. Jetzt mal die Bock ganz kurz abbauen und dann machen wir den Rest des Hauses. Ach schon, gehen wir schon hin. Aber machen wir jetzt kurz und bündig, ne? Wir laufen jetzt hier nicht einmal wieder zickzack rüber. Wir machen das Ding hier einmal weg. Sorry, ne? So, einmal das rüber, was wir schon drüber haben. Und dann das rüber, was uns noch so schön den Platz wird. Das aber wegmachen. Dann
Und so. Und dann gehen wir wieder rein. Ja, es wird Abend, aber sollten wir packen. Ne? So, wo geht's denn rein hier? Na. Okay, ist mir egal, wie es da reingeht, aber ich will da oben hin, ne? Ja, oben müssen wir auf jeden Fall hin, ne? Cobblestone nehmen wir jetzt nicht mehr mit, aber was wir mitnehmen, ist das hier, ne? Das ist Papier à la carte. Was gibt's noch? Aber auch nicht die Welt. Die sind zu geil geworden. Die sind echt geil geworden, ey. Ja, weiter, komm. Auch die sind bedient. Working Stiff Tools, ne? Mal gucken, ob unser Lucky Looter hier so ein bisschen was bewährt hat. Eine Nagelpistole. Damit bin ich doch auch schon mal zufrieden, ey. Geile Geschichte. Jetzt, wo wir fertig sind, ne? Dich habe ich vermissen, ne? So. Ja, gut, hätten wir gleich unten bleiben können, ne? Aber wir können das ahnen, dass hier oben nichts ist, ne? Gehen uns runter. Die ist verschlossen. Die ist auch verschlossen. Ist nicht weiter wild. Ja, wir wissen ja. Hier sind wir gesucht. Wir wollen sofort mal, ob wir da mal hinkommen. Ne? Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Da können wir jetzt so weitergehen. Zack. Ja, komm her, komm. Dich gesehen. Jetzt ein Bollert. Alter! Drecksack! Den hätte ich jetzt fast übersehen. Ne? Ich hätte mich dann gewundert wieder, warum ich hier irgendwo Schaden kriege. Ne? Stahlteile. Sehr schön. Dann noch halt unsere ersten Stahlwerkzeuge machen. Ne? Ich glaube, ein Teil hätten wir sogar schon hingekriegt. Aber wenn möchte ich Stahl komplettes Set haben, ne? Alter, schon wieder. Mich wundert nur eher, dass ich ihn nicht gesehen habe. Entschuldigung. Sind wir gleich durch, ne? Ich finde diese Dinger so geil. Muss ich dann halt immer mal gucken, wo es rum ist. Lang, hier lang, da lang. Ne? Ich finde das echt nice. Okay. Jetzt wird's mit sein, ne? Jetzt wurde mir das zu eng. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. So, dann müssen wir mal gucken, weil hier oben sind ein paar Kisten. Ne? Will das Leder aber auch haben. Die Kiste schon aufmachen, Kollege, da will ich es auch haben. 6er Eisenschaufel. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Sofern sie auch besser ist in der Welt. Das müsste sie dann schon sein. So. Gucken wir da oben nochmal rein. So, 2 Working Stiff Tools, ne? Kisten. Drückt die Daumen, Leute. Waffenkiste. Munition. Leute, hier Bomben nehmen, ne? Aber haben wir nicht. 5er Pistol. Okay, da sage ich jetzt auch nicht nein zu. Das müssen wir uns halt einfach ein bisschen dichter, ein bisschen besser anschauen.
Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte R drücken, ne? Nicht chatten. Vierer Hammer. Na gut. Frage in die Nagelpistole jetzt, ne? Tja. Nein, nein, nicht. Aber was wollen wir, ne? Wir haben eine Nagelpistole. Ne? Ist hier noch eine Tür, wo wir irgendwie rauskommen? Nein, ne? Nein, okay. Denn wo ist das denn? Fahr mal nach Hause, würde ich sagen. Aber geiles Ding, ne? Haben sie echt geil gemacht, das Teil. Muss ich echt mal sagen, ne? Wenn ich mich aber nicht täusche. Nein, nicht abstürzen, na gut. Also alles gut. Das da drüben nicht auch? Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte das Wasser rausholen. Ne? Gerade gesehen habe, dass wir da drüben ein Wasserdingen haben, ne? Aber ganz ehrlich, ich hätte echt nichts gegen Auge oder Kettensägen oder was weiß ich. Naja. Mittlerweile haben wir eigentlich schon ein ganz gutes Level, dass man da echt mal so ein bisschen drauf Glück haben könnte, müsste, sollte, eventuell, möglicherweise. Geh doch rein da. Dazu sag ich nicht nein. Dazu sagen wir nicht nein. Vielleicht können wir dann schon mal nach Hause kommen. Oh, was haben wir da gefunden? Was ist das? Militärtarnstiefel. Fertige Militärtarnstiefel, die Geräusche beim Bewegen reduzieren und keine Ausdauermodus haben. Ah, lernen wir auf jeden Fall. Ne? Das machen wir jetzt nicht. Die Idee, die ich ihn ganz kurz einmal hatte, wäre gewesen, da hinten reinzuschauen. Ne? Aber wisst ihr was? Wir fahren nach Hause. Fahren nach Hause. Und ne? Vielleicht schaffen wir es noch, die Quest abzugeben. Aber ne, vielleicht. Dann mal gucken. Vielleicht nehmen wir so ein kleines Gebäude dann. Was wir dann noch zusammen machen. Noch Platz bei dir, können wir doch irgendwas da lassen, ja, können wir. Na, Fleisch ist echt wertvoll, ne? So, da sind wir schon mal vorne. Greetings, stranger. I've got the best deals in heaven. Clown Hammer, Lederbeinchen. Du bringst 400, du bringst 300, dann nehmen wir doch das hier. Und dann kannst du den Rotz auch gleich haben. Das kannst du haben. Wann haben wir die denn gefunden?
Sense haben jetzt, ne? Das kann er haben, das kann er haben, das kann er haben, das kann er haben, das kann er haben. Dann gucken wir da nochmal unten drinnen, ne? Oder irgendwas, was uns interessieren könnte? Was hast du denn nur für mich, Kollege? Nur für mich. Thanks for shopping. Du warst auch schon mal besser zu mir, du. Schaffen wir das noch? Nee, doch nicht. Das noch, ne? Genau, schnell, schnell. Schnell, schnell. Lass mich dein Inventar werden. Das weg. Das weg. Das weg. Das. 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 Da hat er keine Adresse daran, okay. Dann war ist das, ne? Da bin ich, er ist ja nicht weit weg, ne? Wir wissen ja, wo er wohnt. Peace be with you, my ja, ja, peace. Stopp. Eine Aufgabe für uns. Nochmal ganz am Wasche, nie ohne Seife. Osten, Westen. Westen. Ja. Abholen, das wollen wir auch nicht. Nordöstlich, Kilometer östlich, beseitigte Zombies. Na komm, dann vergiss es. Dann vergiss es. Da haben wir jetzt so keinen Bock drauf, Junge. Jedenfalls ich nicht. Dann kommen wir den nächsten Tag wieder. La 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 la. Guck mich gerade schon mal so ein bisschen um gerade, ne? Oh Gott, ob ich irgendwie jetzt ein Freund ist hier, wo ich mit euch nochmal reingehen möchte. Was wir uns antun könnten. Bin gespannt, wenn wir Horden das funktioniert. Die lasse ich jetzt ganz kurz auf. Wir könnten jetzt eigentlich auch noch zu Hause ein bisschen haben. Ja, machen wir auch. Wir mal ernten jetzt, ne? Machen wir das ganz einfach so. No. Alles pickepacke voll, voll, voll. Da muss ich den Augenblick drauf haben, Leute. Hier nur zwei Mods drin, also daher ist es eigentlich völlig irrelevant. Wir ändern das, das, das da rein. Fertig. Angezogen. Händler weg. So. Ist ja schon ein bisschen was drin wieder, ne? Ich würde sagen, ich muss ganz gut aufholen.
bevor ich jetzt hier etwas rumdrücke oder so was ähnliches. Was dann eh nicht wirklich funktioniert. Dann machen wir das jetzt lieber so. So. Das Wasser da rein. So. Machen wir was essen, nochmal was trinken. Bevor das hier irgendwie in die Hose geht. Was wollte ich jetzt gucken? Genau, so, verändern. Nein. So. 16, 3, 30, 65, 16, 70. Ne, Kollege. Dann bleibe ich lieber bei meiner Schaufel und pack die hier rein. Für irgendjemanden, der das besser braucht. Die habe ich doch da nicht reingetan, oder? Die nerdige Brille. Okay, wir gehen ernten, ne? Erntezeit. Machen wir das. So, nochmal gucken, dass wir irgendwie am besten, weiß ich nicht, einen Kühlschrank zu kaufen. Den hätte ich ja ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Mais. Bevor das klappt, beziehungsweise. Eigentlich machen wir gerade schon eine völlige Überproduktion. Ne? Aber ganz ehrlich, das ist nicht schlimm. Lieber davon ein bisschen zu viel haben als zu wenig. Sich gerade sagen, wenn draußen irgendwas läuft. Nein! Warum ist der denn noch im Anbau? Jetzt muss ich den wegmachen. Das verstehe ich jetzt wieder nicht, aber ja gut, egal. Wissen müssen die alles verstehen, ne? Nein, du gehörst doch da gar nicht rein. Hör doch auf mit dem Scheiß. Du gehörst doch da rein. So. Wie viel Tinte gibst du denn? 240. Ja, herzlichen Glühstrom. Ich bin leider schon voll. Müssen wir reinpacken, ne? So. Nochmal einen Schluck Käflein trinken. Und so, Moment mal. Jetzt muss ich mal gucken. Das interessiert mich jetzt als Stahl. Stahlwerkzeugteile, Zepte, Knarre, könnte ich eine Stufe 3 bauen. Brauchen wir nicht Hammer. Aber dafür brauchst du auch Stahlwerkzeugteile, okay. 15. Das heißt, um die drei Teile herzustellen, brauchen wir 45, ne? Mathe ist, wie gesagt, wissen wir, nicht so wirklich unser Ding. Aber dann wissen wir Bescheid. Ist halt nur die eine Frage, die ich mir stelle. Was passiert, wenn wir... Wo waren die Werkzeugteile? Da waren die Werkzeugteile. Hier sind die auseinandernehmen. Gehen wir starten. Also,
Upgrade knallhart, Leute. Und sagen wir hier, so. So. Stahlgleichzeugteile haben wir 50. Dann fehlt uns bestimmt noch Leder und bestimmt Tape. Würde ich ganz einfach mal bestimmt behaupten. Holz. Irgendwo ist hier Holz mit drin gewesen. So eine Rotze. Ich kann nicht vorstellen, dass ich da. Stahlknüppelteile. Wo war denn das eben? Da. Mal an. Nee, stopp, du bist da, nee, du bist da noch voll zugange. Das wollen wir nicht. So, wir hätten dann gerne 45. Dann hätte ich gerne, ehrlich gesagt, die. Die hätte ich jetzt gerne. So. Und dann. Ah, schade, reicht noch nicht, ne? Reicht noch nicht. Doch, würde reichen, aber wollen wir. Na, nee, eine Dreier wollen wir nicht, ne? Eine 3er wollen wir nicht. Ja, sehr schön. Stahlwerkzeug. Nein, du gehörst da nicht rein. Du gehörst da rein. Schön, freut mich. So, können wir das jetzt draußen wegmachen dann, oder? Am Bau. Ich würde sagen, irgendwas ist hier ordentlich durcheinander gekommen. Und ich weiß nicht was. Das nervt mich schon wieder, ne? Ich würde gerne noch einen hier haben. So. Und zwar ganz einfach nur da dran. Weil da dann die Sachen reinkommen, die runter sollen. Öffnen. So Leute, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann euch die Folge anschaut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ciao, ciao, euer Spriker.